So, hallo, wir machen weiter. Hi. Jetzt wollte ich Portal sagen. Blödsinn. Ich wollte Portal aufnehmen. Aber ich habe jetzt gedacht, ich mache lieber doch, weil ich nicht so viel Zeit habe, eine Runde Isaac. Und wir gucken mal, welche von den Challenges nicht so weit geht. Ich weiß gerade nicht mehr, wie weit geht Onan's Streak. Bis zur Kathedrale. Das ist schon ein bisschen weit. Wie weit geht April Fool? Bis zum Herz, okay. April Fool ist ja eigentlich so, du wirst einfach verarscht. So, das ist einfach der Troll. Es ist einfach der Troll-Modus unter dem Zeug. Also, wenn ich Items einsammle, weiß ich wahrscheinlich eh nicht, was es ist. Also werde ich eh nichts nachgucken und einfach drauf losspielen. Na, ich denke, das ist am besten. Bis zum Herz ist es nicht so weit. Ich denke, das kann man auch spielen, wenn man zumindest versuchen, wenn man jetzt nicht so... Jo, das wäre an sich ein super geiles Item. Was ist es jetzt stattdessen? Das ist, was ich meine, ne? Also du wirst halt von dem Spiel einfach verarscht. Okay. Oh ja, und es ist, als hätten wir Flüche. Ich bin gerade einfach gesprungen. Ich bin gerade einfach gesprungen. Weiß nicht, ob die explodieren können, wenn ich da... Ich will es lieber nicht wissen. Oh, Pillen. Ist das jetzt wirklich ein Speed-Up gewesen? Ich habe nicht hingeguckt. Okay, wir haben keine Münzen. Es wäre interessant, wenn ich trotzdem was kaufen könnte. Schade. Das Spiel will mich leider nicht in die positive Richtung trollen. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich, dass das Spiel mich nicht in die positive Richtung trollen. So, die Karte ist halt auch... Ja, okay, jetzt bin ich wieder hier unten. Okay. Ich gucke einfach gar nicht auf die Karte, weil die Karte macht Müll. Das ist aber okay, das darf die Karte tun. Okay, wir haben einen Schlüssel. Oh, den nehme ich mit. Ich hoffe, der tut... So, jetzt ist wieder die Frage. Tut der? Ich meine, es vom Text her ist es das, was es heißt. Your feet feel stronger. Man wird nicht mehr... Man kann nicht mehr... Also über Stacheln laufen tut nicht mehr weh. Wenn wir jetzt Stacheln haben, werde ich es mal ausprobieren. Aber wenn ich dann getroffen werde, ist es halt so, ne? Also dann habe ich es probiert. So, Bossfight. Yo, stimmt, das habt ihr geschrieben, dass der als erstes kommt meistens. Ich habe natürlich jetzt gar nicht bedacht. Das ist natürlich auch... Oh boy. Dass es natürlich sein kann, dass die Bosse bis zum Herz entsprechend böse sind im April Fool Mode. Das habe ich natürlich jetzt nicht... Ach. Ah, ich werde den Kampf nicht über... Oh nein, ich überstehe den Kampf schon mal nicht. Oh, ich sehe was. Das war's komplett. Okay, wir starten, bis wir bei einem Itemraum sind. Oder in der XL... Ich möchte in der XL-Ebene gerne starten. Aber jetzt sind wir bei einem Itemraum. Jetzt können wir es mal gucken. AP ab ist gut. Nehme ich mit. Oh, ich kann es auch mitnehmen. Ich kriege einfach zwei. Wieso kriege ich einfach zwei? Ich meine, cool, nehme ich. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber gerade habe ich ja nicht zwei bekommen. Ist das auch April Fool, sodass du das auch mal zwei kriegen kannst? Ist das einfach jetzt... Oder hat das jetzt einen anderen Beweggrund gehabt? Ja, auf jeden Fall cool. Fühlig. Also nehme ich. Nehme ich. Ist alles gut. So. Die Karte werde ich überhaupt nicht beachten. Ihr könnt mal kurz auf die Karte gucken. Die macht nur Müll. Wo kommt das schwarze Herz? Ich meine, mir ist es recht, dass ich eins habe, aber ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber wie gesagt, ist mir recht, wenn ich eins habe. Habe ich nichts dagegen. Ich habe eine Bombe, ich könnte da rein, aber ich habe... Oh, ich brauche zwei Bomben. Nee, ich brauche eine Bombe, um an die Truhe zu kommen, aber ich habe keinen Schlüssel. Noch nicht. Da hat sich das Herz verabschiedet. Ja, das schwarze Herz verabschiedet. Das war nicht so klug.
Aber hä? Das, die Münze hat mir einfach ein blaues Herz. Macht das dieses Item, was ich da habe? Es ist so ein Blutbag-Dings. Wenn ich Geld einsammle, gibt mir das dann Soul Hearts? Das muss eigentlich so sein. Ist das was Neues, oder? Ich kann es natürlich nur gucken vom Aussehen her. Ich will das mal kurz lesen. Ich meine, also ich kenne es nicht, aber es kann halt trotzdem alt sein im Sinne von Afterbirth Plus oder so. Und da habe ich ja nicht so viel gesehen. Aber so spontan in den Afterbirth Plus Items sehe ich es jetzt nicht. Ich will es auch nicht ewig lange gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die Masse an Zeit. Ich gehe mal ganz kurz in die Repentance Items rein. Ja, es ist ein Repentance Item. Blood Bombs. Plus 1 HP ab. Ne, mit Münzen hat das nichts zu tun. Oh mein Gott. Bombs spawn a puddle of red creep. Wenn ich eine Bombe setze, habe ich stattdessen dann so einen schadenmachenden Kothaufen. Das hatte damit gar nichts zu tun. Also kriege ich jetzt einfach, wenn ich Münzen sammle, kriege ich... Ach, ich kriege dafür nicht die Münzen. Guck mal, meine Münzen sind auf 0. Ah, I see. Kann ich das hier auch mal probieren? Jetzt kommt da so ein... Ach nee, so ein Ding kommt dabei raus. Ich dachte, der macht so einen Kothaufen. Nein, der macht einfach... Okay. So einen roten Kothaufen. Okay, verstanden, was er macht. Jetzt habe ich, glaube ich, einfach eine Bombe mehr bekommen, kann es sein? Ja. Okay, wenn wir einen Schlüssel... Ich wollte jetzt gerade testen, ob ich auf die Stacheln laufen kann. Ich habe das Trinket da nicht mehr. Gott, zum Glück habe ich nochmal nachgedacht. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen. Cool. Aber komm, mit Itemräumen bis zum Herzen kommen, das kann doch nicht so schlimm sein. Ich meine, der erste Boss ist schon mal ein Problem. Das gebe ich gerne zu. Der erste Boss ist schon mal ein gewisses Problemchen. Da wäre es gut, mit möglichst viel Energie hinzugehen, weil der mich ziemlich... Wofür zu meiner Energie? Weil der mir ziemlich wehtun kann. Das ist natürlich klar. So, ich sehe da was. Ach, komm schon. Das ist nicht fair. Brauche ich schon 2 Schlüssel. Und ich habe... Hä, wo geht's denn weiter? Hä? Geht's in dem Raum überhaupt nicht weiter? In dem Raum... Ach so. Ach so, das ist der Raum da oben. Ja, verstehe. Ja gut, wir können nichts anderes machen. Ich habe leider keine Schlüssel bekommen. Was soll's. Ja, ist er. Okay, er kommt immer. Er kommt immer. Er kommt einfach immer. Ah, nee. Und ich krieg halt nur ein Item, um mit ihm umzugehen. Das ist das nächste Problem. Ach, komm schon. Ja, komm, bleib da drüben. Bleib da drüben. Da drüben ist cool. Bleib da drüben. Spring gar nicht erst durch die Gegend. Er springt durch die Gegend und ich laufe einfach wieder vor. Ich laufe einfach voll rein, jedes Mal. Ach. Ja, mach das. Das ist okay. Mach das, mach mehr davon. Mach mehr davon. Nee, nicht springen. Komm schon. Komm schon. Muss mich wirklich auf das Glück verlassen, dass der Itemraum was für mich hat, ne? Bisschen traurig, aber was soll's. Ach, gucke mal. Pieper gegen Pieper. Also wie gesagt, ich brauche gar nicht auf das Item gucken, was ich sehe, sondern auf das, was ich dann hier drin bekomme in der Anzeige. Darauf muss ich gucken. Jetzt ist es natürlich lustig, dass wir den Kollegen haben. Komm, wir gehen gleich mal hier rein. Okay, bringt mir die Münze jetzt wieder ein blaues Herz oder
ist das nur Zufall gewesen? Ich meine, es sind 5 Münzen eigentlich. Oh, Schlüssel. Kriege ich wirklich einen Schlüssel? Nein, ich habe ein Herz bekommen. Eine Münze. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Es ist so ein bisschen hat es was von einem Randomizer, ne? Weil die Herzen... Okay, die goldenen Bomben sind tatsächlich goldene Bomben gewesen. Aber der goldene Schlüssel ist leider kein goldener Schlüssel. Stattdessen haben wir jetzt ein Soul Heart. Nicht ein Soul, ein Eternal Heart. Yo. Wo ist der Geheimraum? Ha! Jetzt habe ich einen Soul Heart. Okay, also ich... Was nimmst du so? Der nimmt wahrscheinlich wirklich Schlüssel. Da ich eh keine Schlüssel kriege, mach einen Abflug. Na, wenn ich schon unendlich Bomben habe, dann gehe ich damit natürlich jetzt hier voll ins Gericht. Gar keine Frage. Aber auf sowas wie Shop braucht man dann eigentlich gar nicht hoffen. Na, das ist... Hat sich dann auch erledigt. Okay, das hat jetzt auch wieder das Herz oben gefüllt. Oh, Himmel, hilf. Also ich kann trotzdem auf die Karte gucken, ich darf nicht auf den Raum gucken, der mir anzeigt, wo ich bin. Die Karte an sich ist richtig. Oh Gott. Was? Da ist nix. Okay, dann ist er hier. Dann ist er hier. Okay. Ja, das war jetzt ein Schlüssel. Ich fürchte, ich werde mein Eternal Heart nicht beschützen können. Das ist gerade mein Problem. Okay, ich dachte, vielleicht ist da noch was Cooles drin, aber nö. Na gut. Bloat. Da können wir ja Bloat ein bisschen sprengen. Ah, Mist. Ah, Mist. Ja, da hat sich das schon verabschiedet. Ich darf halt nicht in diesen Brimstone reinlaufen. Eigentlich müsste ich von oben hier angreifen. Dann kann ich eigentlich gar nicht in sein Brimstone-Viech reinlaufen. Na? Das Problem ist ja... Ja, da ist mein Eternal Heart weg. Das Problem ist jetzt auch noch zusätzlich... Das Problem... Moah! Das Problem ist jetzt auch noch zusätzlich, dass ich... Dadurch, dass ich selber so ein Viech... Ich hatte ihn fast. Ich wollte eigentlich Folgendes sagen. Das Problem ist... Oh, Gimpy ist cool. Gimpy ist cool. Wir nehmen es mal mit. Wir gucken mal, was passiert. Dadurch, dass ich jetzt selber diese Dinger hatte, wusste ich nicht mehr, welches meine sind und welches die anderen sind. Ich weiß, dass die jeweils anders aussehen, aber es... Ach, es ist einfach... Es war einfach wieder ein schlechter Kampf, ich weiß. So. Ach ja, und ich habe in einem der letzten Parts, habe ich Blödsinn erzählt. Welcher ist es nicht, in dem ich Blödsinn erzähle? Ich weiß. Aber ich meine, was... Oh, da ist dieses komische Ding. Ach so, aber ja, ich krieg das ja nicht. Es sieht ja nur so aus. Control-Tier. Okay. Dies eigentlich ganz cool. Die ist eigentlich ganz cool. Mal gucken, ob die mir den Run so ein bisschen retten kann. Das wäre eigentlich wirklich ein Upgrade, wo ich sagen muss, das fühle ich schon. Das ist so durchaus brauchbar. Wenn wir 15 Münzen hätten, aber kriegen wir nicht.
Aber das ist durchaus brauchbar. Durchaus ein brauchbares Item. Wenn wir dann noch ein bisschen Damage dazu bekommen könnten. Das wär nicht verkehrt. Era Walk. Was macht das denn? Was macht Era Walk? Ich habe hier einen blauen Stein. Ich setze mal Era Walk ein und ich gucke mal, was es tut. Dann haben wir es gelernt. Ach so, es zeigt mir eh was anderes. Okay, es zeigt mir eh was anderes an. Ich brauche also überhaupt nicht überlegen, was es lernt. Okay. Alles klar. Never mind. Oh, es ist der andere Bloat. Das könnte hilfreich sein. Der macht nicht ganz so schlimmen Kram. Yes, Sweet Savoring. Gib mir. Und hier oben, spreng hier oben. Ja, ja, spreng da. Sehr gut machst du das. Sehr gut machst du das, Kollege. Ah, ich habe aber das blaue Herz nicht bekommen. Das war eine Bombe, glaube ich jetzt. Scheiße. Ach, Mann. Ach, nee. Aber ich glaube, wir werden es erstmal ihn besiegen in dieser Runde. Ja, es sieht gut aus. Ich muss mir mal kurz um die Kollegen da kümmern, weil es gerade ein bisschen viele werden. Ich hasse alles. Das gibt's doch nicht. Mann, ich werde komplett verarscht. Hat da mal einen Start. Okay. Okay, wir haben den Kollegen. Der ist auch nicht verkehrt. Ich muss mich aber echt böse dran gewöhnen. Ach so, stimmt ja. Selbst wenn ich hier was sehe, was ich cool finden würde, wenn ich es kaufe, ist es ja was anderes. Ah, lol. Aber ich kriege eh keine Münzen zusammen. Weil in den meisten Fällen habe ich jetzt nie Münzen bekommen, sondern immer nur irgendwas anderes, wenn ich Münzen eingesammelt habe. Was ist jetzt hier die Münze? Wahrscheinlich ein rotes Herz, aber passiert einfach nichts. Ja, jetzt ist eine. Okay, es ist einfach random. Jetzt ist nämlich gerade eine Bombe draus geworden. Also es ist nie das immer das Gleiche, es ist einfach völlig random. Das heißt, wir sammeln einfach ein und gucken, was wir kriegen. Mehr bleibt mir gar nicht übrig. Okay. Gut, machen wir so. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Spiel. Ich verstehe das. Ich verstehe das. Wieso schießt... Oh, der kann schießen. Okay, das ist neu. Also nicht neu im Sinne von Repentance. Vielleicht Repentance, ich weiß es nicht, aber ich habe damit nicht gerechnet. So neu, jedenfalls. Okay. Ja, so wird es nichts gegen Bloat. So, wie sieht der Aufbau aus? Ja, hier könnte ein Geheimgang sein. Raum. Schade. Hm. Einen probiere ich noch. Das war den hier. Was ist das jetzt? Es füllt meine Herzen nicht, aber es füllt auch sonst nichts. Was habe ich jetzt Ich habe jetzt effektiv nichts. Hat es irgendein Stat-Up gemacht? Warte mal, gibt es irgendein Stat-Up? Nee. Ach, keine Ahnung. Ach, Digga, was ist denn das? Da oben ist wieder der blaue Stein. Ja.
Bleib unten, bleib unten. Ja, ich muss das mal lernen. Ich merke es jetzt schon langsam. Immer wenn ich unter ihm durchlaufe, macht er automatisch die Brimstone-Kacke. Ich darf nicht unter ihm durchlaufen. Und ich darf nicht so seitlich von ihm kommen. Dann macht er das auch. Oh mein Gott. Also er nutzt das aus, wann immer ich in diese Position komme, nutzt er das gnadenlos aus. So, ne? Sobald ich in seine Reichweite komme, macht er da. Genau. Dann macht er das nämlich. Ich muss also immer so ein bisschen unter ihm bleiben. Ja, okay, so geht es ganz gut. Nicht direkt unter ihn. Ja, eigentlich ist er nicht so schlimm, ne? Es ärgert mich, dass ich ihn gerade bei der Control Tier verloren habe. Also, dass ich da gegen ihn verloren habe. Nicht ihn verloren, sondern gegen ihn verloren. Das ist echt ein bisschen doof gewesen. Weil... Mann! Weil er halt... Rottenmeat, okay. Aber ich habe keine Bomben, ne? Schade. Wobei es wahrscheinlich eh keine richtigen blauen Herzen gegeben hätte. Von daher, wurscht. Jetzt ist die Frage, sind jetzt die roten Herzen... Oh boy. Sind jetzt die roten Herzen vielleicht rote Herzen? Nee, jetzt hat's Schlüssel draus gemacht. Okay, immerhin hat es jetzt irgendwas mir gegeben. Immerhin habe ich dadurch jetzt irgendwas bekommen. Wenn auch nicht, was ich wollte. Aber was soll's. Also Bomben habe ich nicht bekommen. Gehen wir weiter. Eine Ebene mehr. Mensch. Oh boy. Das wird ja eine Nummer, echt. Das wird ja echt eine Nummer. Also, für April's Fool kann doch ganz schön... Alleine dadurch, dass, halt, dass wir mit Bloat anfangen. Das ist halt schon ein Problem. Mal gucken, was jetzt der zweite Boss ist. Ob das jetzt wieder normal ist oder ob das auch ein festgelegter Boss ist. Dann könnte es tatsächlich schwierig werden, bis zum Herzen zu kommen. Aber ich hätte gerne meine Tier... Oh, die Tier hätte ich schon gerne wieder, die da... Okay, wir setzen es ein, keine Ahnung. Das ist echt wurscht. Jo, er sagt infested. Aber ich merke davon... Oh, jetzt haben wir eine Bombe bekommen für das Herz. Es ist so random einfach. Ich gehe gar nicht in den Shop rein, weil was will ich im Shop? Selbst wenn ich da ein blaues Herz zum Kaufen hätte, es ist ja dann kein blaues Herz, ne? Also ich werde überhaupt nicht... Den Shop werde ich überhaupt nicht besuchen. Ich wüsste nicht, warum ich in April Fool den Shop besuche. Ja, nice. Bombe hat mein Herz aufgefüllt. Sehr gut. Ich wüsste nicht, warum ich in April Fool irgendwas besuchen sollte. So, es ist einfach Quatsch. Itemraum selbstverständlich, weil irgendein Item zu bekommen ist gut. Aber gut, wir haben eh kein Geld. Also was will ich im Shop? Ne, das kommt noch dazu. Gut, wir könnten auf Dings treffen. Na! Wir könnten auf Dings treffen. Keeper. Und Keeper könnte ein Item spawnen. Das wäre gar nicht so uncool. Aber naja. Wir sind erwischt. So. Da ist der Itemraum. Vielleicht dürfen wir den auch besuchen, das wäre nett. Okay. Ich meine, es ist eh was anderes. Ich brauche also gar nicht nachgucken, was es eigentlich wäre. HP up, Maggie's Bow. Nice. Nehme ich auch. Schoolbag Extra Active Item, okay. Was ist immer, was auch immer dieser Geist jetzt sonst gewesen wäre, ich kenne den Geist nicht, der sagt mir nichts. Ne, kann ich also gar nicht wissen, aber das, was es dann geworden ist, das war natürlich cool, nämlich ein HP-Up. Das brauchen wir dringendst. So. Hier geht es dann wahrscheinlich zum Boss. Ja, hier geht es auf jeden Fall weiter. Noch nicht gleich zum Boss, aber weiter. Ich hoffe jetzt mal, dass die restlichen Bosse so sind wie in den normalen Ebenen auch. Und es sich nicht böse variiert. Und zumindest hat mich bisher noch kein Item... Oh boy.
muss dringend die Feuer wegmachen, dass ich da durchlaufen kann. Anscheinend funktionieren die Herzen aber trotzdem so, egal was sie dann geben würden. Wenn meine Herzen voll sind, kann ich Herzen nicht einsammeln. Also daraus scheint zu bleiben. Nice, das hat das schwarze Herz weiter aufgefüllt. Oh, da ist ja noch ein Gegner, habe ich gar nicht gemerkt. Dann haben wir noch eine Bombe hier. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt gemacht hat, ich habe nicht hingeguckt. Ja, aber das kann ich nicht einsammeln. Ja, gut, das war der Raum. Dann geht's hier nach oben weiter. Okay, da ist jetzt endlich der Boss. Da gehen wir auch gleich rein. Ja, also man muss halt auch in der Pilzschule wieder, man muss im OP werden, dann kommt man ganz gut durch. Das ist so ein bisschen Itemglück. Und in dem Fall wirklich Itemglück, weil das Item, was du siehst, bekommst du ja nicht mal. Ich hoffe so sehr, dass ich nicht irgendwann ein Item sehe, was ich gerne hätte. Und ich krieg's ja dann nicht. Das wäre bitter. Ach nee, komm. Ist es jedes Mal der? Kämpfen jetzt 40.000 Mal gegen Bloat. Ist es das, was du mir mitteilen willst, Spiel? Ach Mensch, hör doch auf. Aber ich meine, wir werden natürlich jedes Mal schneller gegen ihn, weil wir ja Upgrades bekommen. Worms Coin. Ja, das ist jetzt großartig. Das ist jetzt genau, was ich gesucht habe. Pillen, von denen ich nicht weiß, was sie machen, selbst wenn es mir angezeigt werden würde. HP up range down. Okay. Amnesia. Addicted. Es war die gleiche farbige Pille und es hat trotzdem was anderes gemacht. Und es war eh nicht. Hä, es macht halt nicht mal das, was dann. Oh, ich dachte, ich wollte schon weglaufen, weil das normalerweise so Bomben spawnt. Es hat irgendwas anderes jetzt gemacht, was auch immer. Also ist das, was dort steht, ist nicht mal dann der Effekt. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Okay. Ich hoffe jetzt halt trotzdem, dass irgendwann die Herzen, die hier noch rumliegen... dass die vielleicht noch irgendwas geben, aber es scheint mir nicht der Fall zu sein. Oh je, das ist jetzt auch... In den Raum hätte ich nicht reingemusst. Den Raum hätte ich mir auch komplett sparen können. Ach, komm schon. Oh lol, es ist ein Goldherz draus geworden. Das heißt, ich krieg Münzen. Wenn ich getroffen werde, kriege ich Münzen. Das heißt, ich krieg jetzt Münzen und die liegen hier drin. Und dann sind die Münzen ja nicht mal Münzen. Ich hole mir die jetzt nicht. Ich hole mir die jetzt safe nicht. Oh Gott, so ein Schwachsinn. Ich hole mir jetzt hier noch das Herz und guck, was es macht. Ich glaube, es war ein Schlüssel. Bin mir nicht sicher. Mein Gott, ist das... Oh, furchtbar. Das ist schlimmer als... Oh, das ist schlimmer als gedacht. Puh. Aber das war jetzt auch wieder echt Pech, im Stachelraum das goldene Herz zu bekommen. Also das ist... Ne, das muss man auch... Oh nein, oh mein Gott. Ah.
Nee! Na, das muss man halt echt auch erstmal schaffen. Wollte ich sagen. Ich habe schon wieder ein goldenes Herz bekommen. Der Schlüssel ist ein goldenes Herz. Das war vorhin, glaube ich, auch schon der Fall. Aber wie gesagt, die Münzen, die ich bekomme, sind dann eh keine Münzen. Von daher wäre es das nicht wert gewesen, dafür nochmal ein halbes Herz zu opfern. Okay, Itemraum. Das hat praktisch nichts gebracht. Ich sehe zumindest nichts. Das hat jetzt... Das hat ein HP... Nee, es hat ein schwarzes Herz gedroppt. Okay. Kann ich auch direkt einsetzen, weil ich weiß nicht, was das für eine Karte ist. Das war irgendein Cube-Effekt. Lul. Ja, nice. Wären Damage ab normalerweise. Keine Ahnung, was es jetzt ist. Der Bumfriend ist es. Ja, moin. Das ist aber vielleicht gar nicht... Wobei, der droppt dann halt auch irgendwas ganz anderes, ne? Der droppt dann zwar was, was aussieht wie Stuff, aber es ist ja dann ein anderer Stuff. Und der sammelt jetzt, aber... Ja, gut. Soll er halt sammeln. Soll er halt einfach sammeln. Gott, so ein... Ja, da gehen wir hin, ganz bestimmt. Vor allem, weil ich keine Bomben habe, gehen wir da hin. Komm, gönn dir. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder Bloat als Boss und dann gehe ich da mit einem Herz rein. Nice. Das wird jetzt super. Bloat als Boss wird jetzt echt fantastisch. Mit der Ausrüstung, die ich habe, ist Bloat fantastisch. Und mit der Energie vor allem, die ich habe. Macht das jetzt wirklich den Pulswurm-Effekt? Ja, ich glaube, das macht wirklich den Pulswurm-Effekt. Das ist ja mal was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Macht euch weg, weg, macht euch weg, macht euch weg, macht euch weg. Kommt mir nicht zu nahe. Okay. Komm, friss. Er will aber auch noch nichts droppen. Okay. Ja, gehen wir rein. Bloat. Es ist also einfach immer Bloat. Ich werde so genüsslich ihn irgendwann verprügeln, wenn wir einfach OP hier in diese ganze Geschichte reingehen. Wenn wir einfach das beste Item am Anfang bekommen oder so und dann werde ich ihn einfach komplett verprügeln. Weil scheinbar... Ach. Weil scheinbar hat man ja... Ich weiß nicht, aus welchem Pool die Items kommen, ne? Also ich weiß nicht, aus welchem Pool die kommen, aber scheinbar kann man jedes Item bekommen, wenn ich das so richtig interpretiere. Minecrafter Boom. Okay, wo teste ich das jetzt mal vorsichtig? Ah ja! Das ist garantiert nicht Minecrafter Boom, aber es... Ich habe eher sowas wie eine Bombe erwartet, aber das ist ganz cool. Das ist bestimmt ganz cool, wenn man das... Also, ne? Das lädt sich allerdings nicht von selbst auf, das heißt, ich muss halt Räume schaffen, dass es aufgeladen ist. Okay. Aber das werden wir mal beim Boss einsetzen. Mal gucken, wie viel Schaden das so macht. Kann ich damit auch Steine kaputt machen? Werden wir gleich mal testen.
Oh mein Gott, das Spacebar-Item variiert halt einfach auch. Es kann alles sein. Mit der Bombe. Das Spacebar-Item variiert halt einfach auch. Das heißt, das Einzige, was jetzt hier die Anzeige richtig ist, ist, dass dieses Spacebar-Item einfach eine Aufladung braucht. Und dann kann es alles sein. Dann kann es einfach alles sein danach. Okay, wir haben eine Bombe. Und wir haben Schlüssel. Wir haben Schlüssel, wir können die Kiste öffnen. Let's go. Das waren jetzt tatsächlich mal Coins. Ich gehe jetzt sofort in den Shop und hole mir Items. Denn auch die Items im Shop kommen ja aus irgendeinem Pool. Aus irgendeinem Pool kommen die ja. Ne? Wir haben nur ein einziges Item, okay. Pay to play, Money Talks. Okay. Okay, der Sack ist tatsächlich der Sack. Aber was dann halt die Sachen sind, die beim Sack rauskommen, ist noch eine andere Geschichte. Deswegen kaufe ich jetzt auch nicht das blaue Herz. Okay, aber das sieht doch schon mal ganz interessant aus. Also ist es wirklich... Pures, also mehr, also die Challenge ist noch mehr Glück als eh schon. Also du kannst dich ja nicht mal mehr auf den Effekt vom Spacebar-Item verlassen. Am Ende bekommst du einfach den D100 und rerollst dich komplett. Das wär's. Das wär's wirklich. Du rerollst dich einfach komplett. Okay, ich... Ja, also eine Bombe opfern, um am 2 ranzukommen, ist natürlich grundsätzlich gut. Aber ich habe gerade nachgedacht. Ich weiß ja gar nicht, ob das da oben Bomben sind. Insofern ist es völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn. Dann könnte man eher in den Geheimraum noch gehen. Und nichts bekommen. Wo, was hat denn das jetzt... Also, kann es halt echt sein, dass eine Münze gar nichts macht? Ich habe jetzt keinen Effekt irgendwo gesehen. Nix. Okay. Ich würde natürlich schon gern sein Item mitnehmen, bin ich ganz ehrlich. Aber andererseits gehen wir lieber in die nächste Ebene. Why not? Why not? So, was haben wir jetzt hier? Ach, jetzt muss ich für den Itemraum Münzen nutzen. Oh, ich hoffe, ich werde genug Münzen behalten. Dead's Key? Okay, aber ist es jetzt wirklich Dead's Key? Weil... Und ist jetzt einfach wieder ein Random Space bei Item. Es ist ein Random Spacebar. Okay. Das heißt jetzt aber für mich Folgendes. Wenn Spacebar-Items sowieso random sind, nehme ich natürlich das mit, was sich sofort wieder auflädt. Mit jedem Raum. Na, das ist ganz klar. Ah, ich habe keins mehr. Die Trinkets scheinen ja den Effekt zu haben, den sie normalerweise auch haben, ne? Scheinen. Die Betonung liegt auf Scheinen. Man weiß es nicht so genau.
Achso, dann werde ich jetzt aber in jedem Raum das Baseball-Item einsetzen, weil es mir dann nach jedem Raum auch ausgedingst wird. Und mit Glück bekomme ich die Trapdoor ein paar Mal. Das wäre stabil. Okay, macht der Huf das, was er soll? Bin ich schneller? Ich bin schneller. Gut. Sieht doch ganz nett aus. Okay. Für den Shop müsst ihr jetzt wieder Münzenherz geben. Aber da wir dann ja keine Münzen bald mehr haben, ist das ungünstig. Ich gehe jetzt nicht in den Shop rein. Weil ich brauche Münzen. Und ich krieg Münzen halt nicht über Münzen. Es klingt so doof, aber es ist halt so. Ihr seht's ja. So. Jetzt ist wieder die Frage, macht Passage jetzt wirklich Passage? Oder macht Passage jetzt was anderes? Okay, hier wird das Baseball-Item nicht aufgeladen, also gehe ich da einfach so durch. Was habe ich eingesetzt? Nichts, dass ich irgendwie was bemerkt hätte. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt die ganze Zeit die Bosskämpfe skippe, verpasse ich das Item beim Boss. Aber das kann halt auch einfach Schmutz sein. Ja, das Item beim Boss kann halt genauso einfach Schmutz sein. Also, keine Ahnung. Na, dann halt nicht. Ah. Ja. Passage hat leider nicht Passage ausgelöst. Machst du nix. Tears Up und Binky ist nice. Jetzt ist die nächste Frage. Die Items, die ich hier sehe, bekomme ich dann ja sowieso nicht, die da drin sind. Ne? Aber ich könnte rote Kisten bekommen. Oder schwarze Herzen, die mir nichts nützen. Oh, ich glaube, das hat Münzen gegeben. Ich glaube, das hat Münzen gegeben. Insofern, okay. Brauch Münzen für die nächsten Itemräume. Alter, mach dich weg. Aber so gesehen war das ein sehr ineffizienter Satanraum. Mach dich... Oh. Halt halt eine 3 Millionen Hits aus. Ja, kann ich eh nicht einsammeln. Okay. Nee, wir gehen jetzt nicht noch zum Stachelraum. Ich habe keinen Bock. Nicht mal der Stachelraum. Keine Truhen. Keine Schlüssel. Blöd. Es hat wieder irgendwas gemacht, was ich nicht sehe. Es hat wieder irgendeinen Effekt ausgelöst, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Ich habe es einfach eingesetzt und es hat nichts ausgelöst, eigentlich effektiv. Ah, jetzt hat es die kleiner gemacht. Wow. Itemraum. Ja gut, es ist eh egal, weil jetzt rerollen wir schwach sind, ne? Robo-Baby ist nicht verkehrt. Ist das ein Stein, der ihn nicht sprengen könnte? Ja, das ist ein Stein, den ich sprengen könnte. Also mit einer Bombe hier nochmal hin zurückkehren. Oh, wir haben einen Fluch auch noch drin, sehe ich gerade. Ah, das war jetzt die Slip-Einlage. Der Effekt von der Slip-Einlage war das jetzt. Kann man machen. Oh, wir sind beim Boss. Wir sind beim Bossraum direkt gelandet. Das ist gar nicht mal so blöd. Das war Bad Trip. Das war Bad Trip. Das war nicht so nah. Oh, jetzt würde ich schon gerne erstmal meine Herzen wieder auffüllen. Aber mit was?
Das ist ja die Frage, mit was fülle ich jetzt meine Herzen auf, ne? Wir müssen einfach überleben. Yo, blow. Was ist das denn für eine Trollbombe? Aber nice, dass wir im Error-Raum gelandet sind. Okay, also die goldene Trollbombe, die... Yo, die goldenen Herzen geben mir gerade wirklich Münzen. Das ist gut, weil die brauchen wir. Komm mal hierher. Kannst du hierher kommen? Kann ich die irgendwie... beeinflussen? Ja, so ein bisschen schon. Ja, in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Jawohl. Ja. Oh, nicht so gut. So. Kann es eigentlich ihn auch sprengen? Oder ist er einfach nur Deko? Das kann ich auch sprengen. Okay. Jo, aber das war interessant, dass der jetzt einfach Teleport gemacht hat. Eigentlich irgendwie witzig. So, wir haben genug Geld. Wir kommen in die nächsten Itemräume rein. Lul. Jetzt können wir auch wieder in den Shop gehen. Jetzt können wir auch wieder einkaufen. Müsste ich nur überleben. Bis zu den nächsten Räumen. Ach, komm schon! Das regt mich so auf, dass ich mich von so einem Blödsinn treffen lasse. So ein einzelner blöder Wicht. Null? So. Ey, an denen darf ich nicht sterben. Das wäre super, über, duper peinlich. Erstmal den in der Mitte wegmachen. So. Der Rest ist jetzt kein Problem mehr. Alter, war das gerade schlecht gespielt. Mein Gott, ich spiele so schlecht einfach. Was? Was ist... Was ist das denn? Was ist das? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Yo! Ich bin einfach mega eisig oder sowas. Okay. Bringt es jetzt überhaupt was hier zu spielen? Also, ja, theoretisch schon. Irgendwas, was mir Herzen gibt, könnte schon rauskommen. Nur dass mir das halt jetzt... Ah. Das ist doch Geldverschwendung, ganz im Ernst. Gehen wir lieber hier rein. Und hoffen auf coole Items. Satanic Bible. Ist ja dann eh einfach, ein Spacebar-Item halt mit 6 Aufladungen. Das heißt, das, was ich habe, ist besser. Nochmal. Ach so, ja klar, weil hier normalerweise Bücher liegen. Okay. Ach so, heißt das? Das ist ja jetzt interessant, weil hier wären normalerweise Bücher drin. Das heißt, sind dann in den Räumen schon die Sachen, die man normalerweise... Oh Gott. Die Sachen, die man normalerweise in den Räumen finden würde, sind dann... Yo! Das war einfach Guppy. Sind dann die Sachen schon in den Räumen drin, die man normalerweise dort finden würde und ich sehe sie nur nicht? Sodass ich also schon bei einem Bosskampf mit einem Boss-Item rechnen kann, in einem Satan-Deal-Raum mit einem Satan-Deal-Item und so weiter? Und ich sehe sie nur nicht? Also, das wäre ja auch wieder interessant. Weil das jetzt in dem Raum 2 Bücher drin waren. 2 Bücher. Das ist ja kein Zufall. Oh, lol. Hä? Wieso kann ich nicht... Hä?
Ich hatte kurz den Flugdings, aber ich konnte nicht fliegen. Das hat mich irritiert. Aber dass ich gerade einfach durch Guppys Paw-Effekt 3 blaue Herzen bekommen habe, das ist schon nice. Das ist schon nice. So, aber ich fürchte... wir haben ein Problem, Leute. Ich habe jetzt so viele Runs gestartet, dass ich jetzt nicht... Ah, das ist der Shop. Nee. Kannst du behalten. Dass ich jetzt ein bisschen Zeitprobleme bekomme. Ich habe ja gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Der Run könnte jetzt doch noch ein bisschen gehen, weil dadurch, dass wir dieses Space-Bar-Item-Effekt haben, könnte das halt immer wieder uns retten aus Situationen. Könnte. Ich weiß es nicht, ne? Es könnte. Das Beste wäre, wenn wir ein... Oh mein Gott, wir müssten in die... Okay, wenn man in April Fools ein Spacebar-Item bekommt, was sich selbst wieder auflädt, ne, die sich, die von selbst diesen Balken hochfahren lassen. Das wäre ja insane. Dann könntest du jedes Spacebar-Item die ganze Zeit einsetzen. Das wäre ja richtig insane. Yo, das war jetzt Razor. Das war schlecht. Das hat mich jetzt gekostet und dafür habe ich Schaden. Also dafür, ich habe jetzt Damage abbekommen, aber dafür halt, ne? Okay, natürlich kann es auch Spacebar-Items geben, die mir das Ganze verhauen. Ja, ist true. Ist true. Wir haben den Itemraum noch nicht. Das ist blöd. Ich will den Itemraum will ich auf jeden Fall noch haben. Ich muss kurz gucken, ich bin jetzt in dem großen Raum. Ich bin jetzt in dem Raum, eins rüber, eins runter. Da könnte noch der Itemraum kommen. Ah, das ist die Scheiße hier. Oh nein. Oh nein, wie komme ich denn da durch? Ja, scheiße. Okay, aber da ist immerhin der Itemraum. Poison Tears. Na gut. Ob sich das jetzt gelohnt hat oder nicht, ist einmal dahingestellt, ne? Solange ich nicht noch einen Hit take in der Geschichte, im Laufe dieses Abschnitts, ist es, denke ich, okay. Aber wir können noch eine Sache machen. Wir können uns noch den Geheimraum holen. Der müsste hier sein. Und da hoffen... Was irgendwas Herztechnisches. Ja, gut, ein halbes Herz. Yay, I guess. Und je nachdem, wie die Ebene vor dem Boss aussieht. Okay, zwei Möglichkeiten hätte ich noch für den anderen geheim. Aber will ich den jetzt, ehrlich gesagt, nicht. Okay, ich habe ihn wieder so ein bisschen gestunt. Aber jetzt muss ich halt kämpfen. Das ist jetzt kein... Oh Gott, das ist jetzt gar kein angenehmer Kampf. Ich glaube, mein Zeitproblem hat sich gleich geklärt. Nee, 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 Freund. Ach Mann, ich hasse dich. Ich laufe da nicht auf, aber ich mache so wenig Schaden. Ich habe halt noch nie gegen den gekämpft in der Runde. Ich habe mich immer nur gedrückt. Und dadurch habe ich ja natürlich jetzt auch keinen... Boss-Item bekommen und dann gibt es auch meistens keinen... Der oh mein Gott. Ja, also... Aber wir haben... Ach, scheiß drauf. Wir haben mal einen guten Einblick bekommen, wie April Fools abläuft. Das soll reichen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.